Ja, guten Morgen. Ich sehe, Sie haben Ihre Community-Maske jetzt bekommen. Wunderbar. Als Hygienebeauftragter und Desinfektor ist es auch meine Aufgabe, darauf zu achten, dass wir hier die Profimasken ein bisschen schonen, zurückhalten und für das Fachpersonal einsetzen. Also hier den chirurgischen Nasenschutz und die FFP2-Maske, die mittlerweile auch fast jeder kennt, die packe ich schnell mal weg, damit Sie unsere Fachleute benutzen können im Einsatz. Und schauen wir uns die Community-Maske nochmal an. Die sitzt gut, Sie sind Bartträger, Sie haben den Bart ein bisschen zurückgeschnitten, dass er auch gut abschließt, das ist wunderbar. Sie hat einen guten Sitz hinten. Sie soll nicht verrutschen und achten Sie auch beim Tragen drauf, dass Sie hier oben, wenn Sie hier so ein Band haben, das hoch genug machen, dass Sie nicht beim Reden runterfällen. Ne? Sie müssen darauf achten, dass Sie diese Maske konsequent tragen. Nicht dazwischen mal absetzen, irgendwo hinlegen, also essen, trinken. Das müssen Sie so einplanen, dass Sie die Maske in Gesellschaft, im Personennahverkehr, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, die ganze Zeit konsequent tragen können. Community-Maske auch deswegen, sie sollte jeder tragen. Also mit der Maskenpflicht, die jetzt kommt, sollten wir eigentlich alle damit abgedeckt sein und die Mund-Nasen-Bedeckung komplett in der Öffentlichkeit tragen. Somit haben wir einen ganz guten Schutz, Verlangsamung der Ausatemluft, der Sprechluft sozusagen, auch wenn Sie mal husten oder niesen müssen, eine gewisse Verlangsamung, also Keimverbreitung kann etwas gebremst werden. Das wollen wir erreichen. Die allgemeinen Regeln, Abstand ist weiter einzuhalten und auch beim Husten und Niesen achten Sie darauf, dass es vielleicht, wenn es denn dann kommt, in den Ellbogen geht oder Sie sich so abwenden oder sogar den Raum verlassen. Diese Regeln bitte weiter einhalten und mit Ihren Händen, die haben Sie jetzt in Gebrauch, nicht in der Maske ziehen und zupfen. Das ist sehr wichtig und da müssen wir auch in der Hygiene sehr darauf achten, konsequente Händehygiene. Das geht alles weiter und dann werden wir alle die Maske tragen. Und wenn Sie länger unterwegs sind, empfiehlt sich natürlich ein bisschen Ersatz mitzunehmen. Wenn die runterfällt, dann kommt die natürlich weg. Die können Sie nicht nochmal aufsetzen. Sie sind vielleicht im Straßenschmutz gelandet. Ich gebe Ihnen jetzt mal eine zweite mit. Vielleicht füllen Sie 2, 3 Masken dieser Art einfach mit. Vielen Dank. Und dann sind Sie fürs Erste ausgestattet. Haben Sie noch Fragen? Eine Frage hätte ich. Wenn die Maske in Benutzung ist, soll ich sie dann wegschmeißen? Darf ich sie waschen? Haben Sie da für mich einen Tipp, wie ich da verfahren soll? Also wegschmeißen würde ich diese Maske auf keinen Fall. Die hat eine gewisse Stabilität. Textilstoff ist gut aufzubereiten in der Waschmaschine. Zu Hause stellen Sie die mal mindestens auf 60 Grad ein. Sie nehmen Vollwaschmittel und dann geht die in den Waschgang einmal durch. Und dann hat sie im Anschluss eine gute Trocknung. Und wenn die vollständig getrocknet ist, an einer sauberen Stelle, dann nehmen Sie wieder die Masken, packen sich die zusammen und können sie ganz normal weiterverwenden und sind soweit gut ausgestattet. Ja, dann hätte ich keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, wie ich die Maske zu tragen habe und zu nutzen habe. Ich werde sie ab Montag in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln tragen und auch in Geschäften, wie es vorgesehen ist. Vielen Dank. Bestens. Alles Gute. Ja, danke schön. Gerne.